Hallo und herzlich willkommen zu diesem Unboxing. Heute geht es um das Thema Grafikkarten. Und bevor ich euch irgendwas zum Thema Grafikkarten erzähle, komme ich auch gleich direkt zum Unboxing. Gutscheine, noch mehr Gutscheine, okay. Hier sind lauter Gutscheine. Und die haben wir das liebe Stück auch schon. Und verdammt! Der Karton ist klein. Zur Erklärung: Vorher hatte ich eine Nvidia GeForce GTX 770 im MSI Twin Frozen Design. Und hier nochmal zum Vergleich der Kartons. Das ist ja fast ein Witz von der Größe her. Also, ich meine, schaut euch das mal an. Das ist einfach irrwitzig. Na gut, kommen wir gleich zur Sache. Also gut, während ich sie auspacke, erzähle ich ein paar Facts zu dieser Grafikkarte. Es handelt sich zu der, wie ihr sehen könnt, AMD Radeon RX 5500 XT in der 8 GB Version. Diese Karte ist etwa in Mittelklasse Gaming anzuordnen. Sie hat einen Preisbereich um die 200 Euro. Das war jetzt in diesem Fall die günstigste Version, die im Internet zu finden war, oder fast die günstigste. Wie ich gerade schon gezeigt habe, nutze ich normalerweise die MSI-Karten, aber die MSI-Karte, also mit dem Kühler von MSI, kostet momentan 40 Euro mehr. Und da der Chip an sich der gleiche ist, habe ich mir jetzt gedacht, komm, geben wir der Power Color mal eine Chance. Speziell geht es hier um die Power Color Red Dragon Edition. Das ist aber nur das kühle Design. Wichtig ist mir vor allem, dass es eine Radeon RX 5500 XT ist. Was gibt es zu dieser Karte zu sagen? Nun ja, die RX 5500 XT unterstützt PCI 4 Express, was mir jetzt nicht viel nutzt, weil mein Notebook nur PCI Express 3.0 unterstützt. Hier ist 4.0. Außerdem hat es einen schnellen GDDR6 Grafikspeicher. Ich hoffe, davon kann ich beim Videoschnitt profitieren. Und genau das ist auch der Grund, wieso ich mir die RX 5500 XT bestellt habe. Bisher habe ich geschnitten auf meinem Rechner mit der 770 von Nvidia, also GTX 770 mit 2 GB VRAM. Das ist eine High-End Grafikkarte aus dem Jahr 2013. Wie gesagt, das ist die Mittelklasse von 2019, Ende 2019. Und die Problematik der Grafikkarte ist einfach, sie ist zu langsam für Videoschnitt. Also, versteht mich nicht falsch, man kann damit HD-Video schneiden, also quasi 720p. Full HD geht meistens. Wenn man allerdings sehr detailreiche Files hat, wie sie aus meiner Sony A6000 kommen, wird das teilweise schon sehr zum Problem. Das zeigt mir nämlich immer den Fehler an, GPU Memory is full. Ich blende es euch mal kurz ein. Und das bedeutet im Endeffekt, er unterbricht das Rendern und es geht nicht mehr weiter. Also war jetzt für mich die Zeit, nachdem ich sehr gerne sehr viele Videos schneide und zum Teil Stunden damit verbringe, irgendwie das Rendern zu optimieren, damit ich diesen Fehler umgehe, mir eine neue Grafikkarte zu holen, die ich jetzt hier schon mehrmals genannt habe. Was sieht man auf der Rückseite? Nun ja, es wird das Kühldesign beworben. Natürlich hat er eine Alu-Backplate, das zeige ich euch aber gleich am besten einfach, weil die ganzen Specs kann man auch im Internet nachlesen. Man kommt direkt zur Grafikkarte. Also, für die, die nie eine Grafikkarte ausgepackt haben, es handelt sich hier um ESD-Schutzfolie, denn das ist ja immer noch ein elektrisches Bauteil und wenn man sich elektrisch auflädt und dann auf die Platine fasst, kann es sein, dass die Grafikkarte zerstört wird. Legen wir die aber erstmal beiseite. So, was haben wir hier noch? Ja gut, das war's. Es gibt nur ein Handbuch, das ich nicht brauchen werde. Okay. Nur mal zum Vergleich. Ich habe jetzt hier auch noch meine R9 270X. Das war meine allererste Grafikkarte auch von, also Stand 2014. Ich habe die Videokarte irgendwann gebraucht gekauft. Und naja,
Nur zum Vergleich, also da war ein Haufen Zubehör drin. Ich packe das nicht aus, das ist der Karton, der ist auch riesig im Vergleich zu der kleinen 5500 XT. Und da war dabei ein Monitoranschlusskabel, es waren dabei verschiedene Adapter für die Monitore, es waren so Schutzhüllen dabei, es waren Schreiber-CDs dabei, die jetzt gar nicht. Aber eigentlich vermisse ich das auch gar nicht. Ich meine, eigentlich kauft man ja bloß das ganze Paket wegen der Grafikkarte. Und wenn ich so drüber nachdenke, Treiber zieht man sich sowieso im Internet. Und, oh, wie man sieht, ist hier auch direkt der Link für den Support. Von daher eigentlich überhaupt kein Problem, finde ich. Aber ich bin nur verwundert, weil ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass irgendwas noch mitkommt. Und ja, räumen wir das mal beiseite. Bevor wir das Produkt jetzt auspacken, aus seiner elektrostatischen Folie, hier noch ein Größenvergleich zur R9 270X. Meine aktuelle kann ich nicht zeigen, denn die ist noch im Rechner verbaut und die wird auch noch einen Teil dieses Videos schneiden. Aber nur so. Das ist jetzt die AMD R9 270X mit Twin Frozen Kühldesign. Sie braucht, glaube ich, roundabout 300 Watt. Und sie ist definitiv größer. Ich muss mal jetzt auch sagen, es sind jetzt auch viele Jahre vergangen, und zwar 6 Jahre seit dem Release dieser Karte hier und dieser Karte hier. Aber ja, wenn wir schon zum Vergleich kommen, diese Karte ist, sie hat ungefähr 130, 120 Watt Leistungsaufnahme im Vergleich zu meiner MSI GTX 770, die zurzeit im Rechner verbaut ist. Die braucht ungefähr 335 Watt, das heißt fast das Dreifache an Energie unter Volllast, was schon ein extremer Fortschritt ist. Außerdem hat die XT5500 ungefähr die zweifache Geschwindigkeit der GTX 770, die ich momentan im Rechner habe. Das wird ein Upgrade. Ist sehr schick. Okay, es fühlt sich an wie ein Kunststoffkühler. Es hat eine Aluminium Backplate und es ist schon mal sehr cool, dass die Grafikkarte generell gegen Berührung geschützt ist. Wir haben hier ein Monitoranschlusskabel DVI, wir haben ein HDMI und einen, ich glaube, ein Displayport heißen die Dinger. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich so einen DVI-Port habe, weil da muss ich mir kein neues HDMI-Kabel kaufen, wobei das eigentlich eher irrelevant ist. Hier sieht man jetzt auch das Power-Color-Kühldesign und es sieht erstmal ganz gut aus. Die Lüfter sind kleiner als bei der MSI Twin Frozen, aber das ist mir eigentlich egal, denn sie braucht eh nur ein Drittel des Stroms und ja. Jetzt noch ein paar Facts, die für mich wichtig waren. Zum einen braucht die Grafikkarte 130 Watt unter Volllast, circa laut Herstellerangaben. Sie unterstützt 4K H.264 Dekodierung, das ist ein Videocodec, den ich sehr viel für meine YouTube-Videos verwende. Außerdem den modernen H.265 Codec, also auch die Dekodierung quasi, das heißt Videos zerlegen, sodass man dann damit in Videoschnittprogrammen arbeiten kann. Angeschlossen wird sie zum einen über PCI Express 4.0 oder alternativ 3.0, wenn das Mainboard einfach noch nicht unterstützt, was bei mir der Fall ist. Und außerdem bekommt sie noch externe Stromversorgung über einen 8-Pin-Port. Ja, wobei sie mit ihren 130 Watt echt sparsam ist. Zum Vergleich, meine R9 270X, ich weiß es jetzt nicht auswendig, braucht weit über 200 Watt. Und meine aktuell verbaute Nvidia GeForce GTX 770 braucht weit über 300 Watt, also da sprechen wir von Verlustleistungen, von Stromverbrauch von über 335 Watt. Das sind halt 200 Watt weniger, das ist fast ein Drittel, das ist eigentlich Wahnsinn, was sich in den letzten 7 Jahren getan hat. Über solche Facts wie Taktfrequenzen, Rechnereinheiten und sowas, Streamprozessoren, auf das gehe ich jetzt gar nicht ein, das ist nicht so wichtig. Für mich ist wichtig, dass das Ding mein Videorendering beschleunigt. Mein aktuelles Problem ist nämlich, dass
meine gerade gezeigte GeForce GTX 770 ist für Videoschnitt in Full HD zum Teil einfach zu langsam. Sprich, es spuckt mir Fehler aus. Es sagt, GPU Memory ist full. Gut, das heißt nicht direkt zu langsam, sondern einfach zu wenig GPU-Speicher. Aber das Ding hat, das hat die nicht. Also meine alte Karte hat 2 GB und das Ding hat jetzt 8 GB GPU-Speicher. Die RX 590 entspricht ziemlich genau dem Leistungsniveau der RX 5500 XT, was das jetzt ist, und kostete lange weniger. Also sie hat um die 180 gekostet, während die jetzt bis vor 2 Wochen ungefähr bei 230, 220 Euro war, in den günstigen Kühldesigns. Seit letzter Woche entdecke ich sie aber immer wieder für um die 200 Euro und ich habe diese Karte jetzt auch beim Midnight Shopping von Mindfactory, das ist keine Werbung, für 199 Euro bestellt. Und für 199 Euro, finde ich, ist die Karte ein echt gutes Preis-Leistungs-Gerät. Für mich ist auch nicht unbedingt die Gaming-Leistung wichtig, sondern eher die Videoschnitt-Performance, weshalb ich eben viel Wert auf schnellen Grafikspeicher lege, was die mit GDDR6 auf jeden Fall hat, und außerdem auf einen großen Grafikspeicher mit 8 GB VRAM. Natürlich habe ich jetzt auch noch überlegt, ob es vielleicht eine Nvidia GTX 1660 wird, also von meiner alten Grafikkarte mehr oder weniger ein Nachfolger, also eine Leistungsklasse darunter. Da soll die Super-Version, also die GTX 1660 Super, nochmal ein ganzes Stück mehr Leistung haben. Die kostet allerdings so roundabout 250, 260 Euro und die hat nur 6 GB Grafikspeicher und deswegen war das für mich so ein Grund, zu dieser Grafikkarte zu greifen, denn sie hat 8 GB Grafikspeicher. Ein Test-Review wird kommen, sobald ich mir einen Eindruck von der Karte machen konnte. Und dann werde ich euch erklären, ob es sich gelohnt hat, abzugraden oder eben nicht. Und ob ich vor allem, was mich interessiert, mit der Power Color Kühler Variante zufrieden bin. Sie macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck qualitativ. Aber das wird man halt erst sehen, wenn man sie halt auch wirklich in Verwendung hat.